Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Denn das Oktober-Update ist rausgekommen. Ihr seht auch oben rechts schon, wir sind in Version 1.5. Das kam, glaube ich, gestern raus und bringt jetzt quasi für den Oktober ganz viele neue Sachen. Und die werden wir uns heute alle angucken. Also wir werden nicht alles sehen, was das Update mitbringt, weil es gibt da ganz viele neue Items, so für Halloween-Kram und so. Und das kann man erst mit der Zeit bekommen. Aber was man so am ersten Tag sehen kann, werden wir uns heute anschauen. Das ist nämlich einiges tatsächlich. Und die Melinda, oh, ich habe sie eigentlich schon vermisst. Ich weiß gar nicht, warum ich so lange Animal Crossing wieder nicht angefasst habe. Egal. Hallo, liebe Bewohner. Es ist der Donnerstag, der 1. Oktober auf Dizzymania. Den Oktober habe ich so gern. Na, eigentlich ja Halloween, süßes, saures Kostüme und Kürbisse. Kürbisse sind ja erstmal total lecker, aber man kann auch wunderhübsche Laternen aus ihnen basteln. Genau, richtig gehört. Basteln mit Kürbissen. Probier's doch mal aus. Luxlad und Gerd verkaufen nun Kürbissetzlinge. Geil. Wäre doch toll, wenn Dizzymania ganz im lustigen Kürbislook erstrahlen würde. Habe ich tatsächlich auch vor. Und Süßigkeiten hat Tom Lux Laden auch noch. Und Halloween-Kram. Und das wird alles ganz toll. Guck mal, sie sagt schon, was es alles gibt. Es gibt nämlich auch neue Kostüme und Accessoires etc. Okay. Danke, Melinda. Du hast alles vorweggenommen, was ich in diesem Video sagen wollte. So eine Snitch. Nein. Nein, Melinda, ich mag dich doch. Obwohl, alles hat sie nicht gesagt, denn... Oh mein Gott, mein Outfit passt halt gar nicht zu Halloween. Das müssen wir auf jeden Fall anpassen. Und ich habe so lange nicht gespielt, dass meine Haare sogar doof sind. Ja, geil. So, auf jeden Fall kriegt man nämlich auch ein Geschenk von Nintendo. Oder von Jakob, besser gesagt. Von Nintendo auch. Oh Gott, wie viele habe ich denn hier bitte? So viel Kram. Wieso? Taylor hat mir was geschickt? Okay, danke an alle, die mir was geschickt haben. Der Jay komischerweise auch. Und zwar heute? Gestern? Muss ja heute oder gestern gewesen sein. Egal. So, von Nintendo Update, bla bla. Das müsste nämlich so ein Ringfit-Ding sein, wenn mich nicht alles irrt. Mama hat auch noch was. Okay. Übergangszeit. Jakob. Jakob ist doch der Typ, der an Halloween kommt. Genau. An meine zukünftigen Untertanen, ich werde euch am 31. Oktober zu Halloween heimsuchen. Meine Kürbisköpfe, bewundert bis dahin dieses Porträt von mir. Stimmt, man kriegt ja noch ein Porträt von dem. Ja, Jakob, freue ich mich auch richtig. Das ist ja so ein Kürbiskopf-Typi. Und der schickt uns jetzt einfach ein Poster. Sehr nett. Gut, schauen wir uns natürlich gleich mal an, was wir da so bekommen haben. Oh nö, ich hab komische Kakerlaken im Haus. Das ist ja widerlich. Also, von Nintendo haben wir bekommen einen Wincon, richtig. Dann haben wir bekommen von Mama ein Häkel-Tee-Set. Das ist ja süß. Und dann haben wir noch von dem Jakob sein Poster bekommen oder sein Porträt. Und der Jay hat uns ein Deiner Tresen geschickt. Achso, aber der kam jetzt, glaube ich, erst an. Das hat er, glaube ich, schon vor einer Weile geschickt. Achso, der aktualisiert das quasi nur, wenn man mit dem Internet verbunden ist. Das macht sogar Sinn. So, ja, hier ist schon alles ziemlich voll gemüllt in meinem Anfangsraum. An sich müsste ich halt einen Raum opfern und da irgendwie so einen Halloween-Raum zumindest draus machen. Zumindest für die Oktoberzeit. Aber ich glaube, ich packe das jetzt erstmal in mein Badezimmer. Das passt hier bestimmt auch irgendwie gut hin. Oh, mega geil. Okay, das passt hier nicht so gut rein. Aber wie gut ist das denn? Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ob das animiert ist? Von diesen Fake-Bildern sind ja einige animiert. Eventuell verändert sich das Poster in der Nacht. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich finde auch richtig cool, man sieht so richtig, dass das so ölfarben ist, wisst ihr? Also wenn man so ein bisschen schwenkt, dann sieht man so die Struktur von diesem Bild einfach. Mega geil. Okay, das gefällt mir schon mal richtig gut. Dann müssen wir jetzt aber eigentlich wirklich ein Halloween-Zimmer draus machen. Und der Wincon, ja, wo kommt denn der Wincon hin? Oh Gott, ich habe ja gar kein Zimmer, wo ich irgendwie trainieren könnte. Mein sportliches Zimmer ist noch das hier oben. Und das hier wird dann, glaube ich, auch der Halloween-Raum, sobald wir ein paar Items haben. Ich glaube, das ist ganz cool. Aber fürs Erste kommt dann hier der Wincon hin von Wincon Adventure. Heißt das Wincon Adventure? Ich glaube nicht. Egal. Ist auf jeden Fall sehr cool. Aber man kann ihn sogar drücken. Und er macht auch dieses Düt-Düt. Geil, ey. Ich habe ja auch in Wirklichkeit einen Wincon, weil Wincon Adventure... Nee, Wingfit. Wingfit Adventure heißt das, Leute. Ich tatsächlich ab und zu mal. Das ist ganz nett. Kann ich jedem empfehlen, der zu Hause ist und sich ein bisschen sportlich betätigen will. So, gut, das waren die Geschenke im Briefkasten. Hat schon mal viel zu lange gedauert. Wir können einmal kurz ins Rathaus laufen, weil da gibt es auch neue Sachen. Aber zunächst, hallo Rudolf. Daisy, na, hat man Worte? Ich hab gedacht, du bist ja immer durchgebrannt. Ja, du bist also wieder da, hä? Tja, ohne dich war das hier auch einfach nicht dasselbe. Aber ich will dich nicht aufhalten, mein nächstes Nickerchen hält sich nicht von alleine. Rudolf ist... Ich mag meine Bewohner immer noch. Irgendwann, hier, die muss nochmal weg. Wie hieß du nochmal? Bea. Bea muss weg. 4 Monate war ich nicht hier. Das kann doch gar nicht stimmen. Ich war doch nicht 4 Monate nicht in Animal Crossing. Also ich habe vielleicht 4 Monate nicht mit ihr geredet. Das kann sein. Aber sonst... Oh, ich bin erwachsener geworden, sagt sie. Klar, wenn du das sagst. Die hat es auch da.
Stimmt, bei Gerd können wir eigentlich auch was machen, denn der soll ja Kürbiskerne haben. Und ganz offensichtlich, es gibt 4 verschiedene Kürbissorten und wenn man die jeden Tag gießt, dann können da mehr Kürbisse als einer rauskommen. Also man kann dann seine Ernte verdoppeln oder verdreifachen. Und Rudolf singt hier schon wieder im Hintergrund. Ist das Rudolf? Keine Ahnung. So, okay, wir kaufen uns auf jeden Fall Kürbissetzlinge. Das werden ja dann jetzt alles eine Farbe sein, oder? Oder sind die jeweils unterschiedlich? Man weiß es nicht. Ich kaufe ein paar. 140 kosten die. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man die auch bei den Nooks kaufen kann. Wir gucken gleich mal, wie teuer die da dann sind. Ja, Rudolf singt. Süß! Sehr gut, Rudolf. Du bist der Beste. Okay, gehen wir ins Rathaus. So, dann im Rathaus kann man hier an dieses Nook-Portal-Ding gehen und endlich mal wieder seine Nook-Meilen ausgeben. Denn es gibt hier jetzt die Kunst des Bodypaintings und Augenfarbe für Gewinner. Das ist jetzt auch mit dem Update neu gekommen und da kann man halt, ja, sein Gesicht anders einfärben oder vielleicht sogar seinen ganzen Körper, das kann auch sein. So richtig schön, passend zu Halloween, hat man ja im Trailer gesehen. Ich vermute mal, die dritte Reihe ist neu dazu gekommen. Also es gibt jetzt weiß. Ja, so vampirmäßig halt. Dann gibt es so ein komisches Zombie-Grün. Ja, was weiß ich, was ist denn blau? Auf jeden Fall gibt es doch so ein Blau, als wenn man ertrunken wäre. Keine Ahnung. Und so ein komisches Lila. Okay. Also das sind die 4 neuen Farben, die dazugekommen sind. Und dann Augenfarben. Oh, das ist schwierig. Soll auch was dazugekommen sein? Ich vermute mal, diese roten sind dazugekommen. Die ganze untere Reihe hier? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gut, machen wir uns erstmal blau mit roten Augen. Und dann müssen wir gleich mal... Ja, okay, das sieht schon sehr geil aus, muss ich sagen. Das gefällt mir jetzt schon gut. Jetzt brauchen wir halt noch ein richtiges Outfit dafür. Die Schneiderei sollte jetzt auch neue Kostüme haben. Hoffentlich gibt es heute schon coole Kostüme bei der. Dann bereiten wir uns jetzt schon für Halloween vor, obwohl das erst in einem Monat ist. Hier bei meiner Gärtnerei vorne könnte ich jetzt eigentlich auch die ganzen Setzlinge gleich mal einpflanzen von den Kürbissen. Weil ich habe ja eigentlich nur darauf gewartet, dass es endlich mal irgendwelche Gemüsesorten gibt, die ich hier einpflanzen kann. Und jetzt habe ich sie. Hä, what the fuck ist das? Hä, gibt es... Guck mal, das Unkraut sieht anders aus. What? Okay, egal. Wir gehen mal in die Schneiderei und gucken, was für tolle Kostüme es hier heute gibt. Also wir haben ganz viele verschiedene Hexenhüte. Oh, endlich einen Zylinder werde ich auf jeden Fall auch kaufen. Hexenhüte. Ja, passen irgendwie alle nicht so ganz zu meinem Outfit, muss ich sagen. Blau wäre ganz schön gewesen, ne? Gibt es denn auch wirklich noch andere Kostüme? Nee, also ich habe heute nur den Hexenhut. Das ist ein bisschen sad, muss ich sagen. Dann müssen wir uns erstmal mit so einem Handbockkleid zufrieden geben, I guess. Ich sehe doch mega gruselig aus, oder Leute? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Von 0 bis 10, 0 das schlechteste, 10 das gruseligste. Wie gruselig bin ich gerade? Ach man, ich sehe aus wie so ein Borschulmädchen, das sich als Hexe verkleidet hat. Na, vielleicht haben die Nooks ja irgendwas Gruseligeres. Ich sehe auf jeden Fall schon eine Neuerung. Und zwar haben die hier Kürbisse vorm Laden. Das schon mal funny. Und da war eine Kette mit Fledermäusen. Auch sehr süß. Hallo, hallo. Willkommen in Nooksladen. Hier sehe ich auch schon was. Ein Kürbishocker anscheinend. Ein Kürbisstuhl. Na gut. Begrenzte Stückzahl. Schlagen Sie zu. 5000 nur. Alles klar. Nehme ich mit. Genau, hier soll es dann auch jeden Tag vermutlich neue Sachen geben. Hm, halt extra auch für Halloween. Ich vermute nicht, dass es 30 neue Items gibt, aber hier gibt es auf jeden Fall neue Items. Das ist schön. Hier gibt es noch einen Gothic-Spiegel. Könnte man auch mitnehmen. Das sieht ja alles so cool Halloween-mäßig aus. Das gefällt mir. Und jetzt gucken wir nochmal. Hier gibt es Bonbons für 120. Die es auch nur an Oktober gibt, ganz offensichtlich. Und jeder Kunde darf am Tag nur ein Bonbon kaufen. Okay, also man sollte jeden Tag wirklich dann hier den Bonbon mitnehmen. Und an Halloween kann man damit dann wahrscheinlich coole Sachen machen oder sie eintauschen gegen Items oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen. Was passiert denn? Ja, okay, ich darf tatsächlich nur einen Bonbon pro Tag kaufen. Hui, da muss ich ja wirklich jeden Tag hier wieder reingucken, weil sonst ist ja das Halloween-Event doof. Und die haben auch Kürbissetzlinge, aber für 280. Das heißt, die sind hier doppelt so teuer als bei Gerd. Das ist interessant zu wissen, aber dafür können es hier natürlich andere Farben sein. Da gibt es sonst noch irgendwas anderes. Oh, Rot von der Kerze, die ist für mich neu, aber die ist, glaube ich, beim letzten Update dazugekommen, ne? Muss ich auf jeden Fall auch einmal kaufen, weil ich kenne die noch nicht. Ganz schön teuer, 600 für so einen Kram? Wow. Der Shop ist auch richtig cool eingerichtet. Guck mal da, wir haben da oben so Herbstdekoration und allgemein halt auch so Halloween-mäßig. Ist doch ganz nett, Leute. Dann können wir eigentlich noch eine Kleinigkeit machen, und zwar wie eben schon angesprochen, könnten wir... Nein, es geht nicht. Ich kann nicht auf dem Untergrund, wo ich gerade draufstehe, Kürbisse pflanzen, weil das eine Textur ist leider. Pflanzen. Ja, er wird den daneben platzieren. Aber an sich, die haben halt auch so eine
so eine Textur unter sich. Ich glaube, ich tausche die dann aus. Ich mache diese Textur hier weg und pack dafür da Kürbisse hin. Und wir haben ja eben schon mitbekommen, die Kürbissetzlinge, die verhalten sich wie Blumen. Das heißt, man muss kein Loch graben. Das ist sehr gut. So, dann machen wir hier einmal eine Viererreihe an Kürbissetzlingen von der einen Farbe und rechts daneben kommt dann die andere Farbe. Der Boden da unten müsste halt eigentlich anders aussehen, ne? Hat man denn noch etwas dunklereres? Die Sache ist, wenn ich die hier hin platziere, dann sind das jetzt, dann gibt's immer noch so hässliche Ränder, ne? Ja, das ist so kacke. Mann, Nintendo, bitte verändert das doch. Dass da dann eben nicht grün unter ist, sondern die Farbe, die man davor gewählt hatte. Das ist so dumm. Ja, okay, dann kann ich hier leider gar nichts machen mit Untergrundfarbe. Egal, ich werde die trotzdem austauschen, weil ich es finde besser, wenn hier auch was sprießt und wächst, als wenn hier gar nichts passiert. Und zur Neueröffnung unserer neuen Kürbisgärtnerei gibt's natürlich Wunderkerzen. Feiert alle mit! Ja! Okay, ich dachte, da passiert... Doch, es passiert was! Ich dachte aber, da passiert mehr. Kann man sich jetzt immer noch bewegen? Nee. Ihr geil! Das ist eine Party hier! Krass, das hat Spaß gemacht. So, eingeweiht und noch ein bisschen gedüngt hier. Schön. So, da kommen Kürbisse raus. Ihr habt fast die Vermutung, damit kann man DIYs machen. Oh, apropos DIYs. Wir müssen mal bei allen Leuten ins Haus gehen. Denn ich kann mir vorstellen, dass, wenn die heute da arbeiten und dir ein DIY geben, dass das dann auch ein DIY ist, das für Halloween ist. Momentan arbeite ich an einem Kürbis-Süßigkeiten-Set. Ich versuche mich gerne in Basteln. Ah, willst du es auch mal ausprobieren? Das ist bestimmt toll, wenn du es baust. Oh ja, bitte geben Sie mir das DIY. Das ist sehr nett von dir. Genau. Okay, also so kann man auch DIYs bekommen. Ich frage mich, ob man auch von den Ballons und sowas DIYs bekommen kann. Also jetzt extra für Halloween. Das könnte doch sein. Wir könnten auch nochmal am Strand gucken, weil da ist auch immer eine Flaschenpost. Vielleicht ist da ja auch ein Halloween-DIY drin. Und wo ich hier gerade an meiner Uhr vorbeilaufe, hier fehlt noch so viel. Ich weiß, dass mir die Nicole ein Geschenk geschickt hat für die Hochzeitssaison. Und wie lange ist die denn bitte her? Das müsste, glaube ich, hier dann hin. Ja, die letzten 2 Monate habe ich halt gar nicht gespielt. Wir sind jetzt im 10. Warte, wir sind jetzt im 10. Monat? Wo ist denn der 10. Monat bitte? Oh mein... Okay, ich habe wirklich 4 Monate nicht gespielt. Warte mal, 6, 7, 8, 9. Ich habe 4 Monate nicht gespielt, wir sind jetzt hier. Ich habe das alles nicht gemacht. Ach du Scheiße, okay, ich muss auf jeden Fall aktiver in Animal Crossing werden. Hä, wie schnell geht denn die Zeit bitte um? Das ist ja richtig behindert. Okay, wir suchen jetzt auf jeden Fall nach einer Flaschenpost. Da ist sie gefunden. Hi, Flaschenpost. Bitte hab ein schönes Halloween-DIY für mich. Auklerzocker, hab ich schon. Hab ich nicht? Okay, hab ich nicht. Immerhin. Aber kein Halloween-DIY. Okay, interessant zu wissen. Aber das Kürbissüßigkeiten-Set gucken wir uns trotzdem an. Vor allem interessiert mich, was man dafür braucht. Ob man da jetzt wirklich Kürbisse verbraucht. Oh, ist das süß! Und dafür braucht man auch die Bonbons. Okay, jetzt wissen wir auch, wofür man die braucht. Aber wie süß das ist, Leute. Guckt euch das mal an. Richtig knuffig. Ich habe gesehen, es gibt auch neue Emotionen. Eventuell kriegen wir ja noch eine neue Emotion. Die habe ich so lange nicht gesehen. Da können sie ja ruhig mal eine schaurige Emotion raushauen, oder? Oh, ja, jetzt haben wir überlegen. Willst du ausziehen? Leute, soll ich Carsten behalten? Eigentlich mag ich Carsten voll. Nee, bleib mal hier. Bleib mal hier. Ich mag dich. Ich möchte lieber Bea loswerden oder Lutz. Ein von beiden. Okay, anscheinend will kein Bewohner mir irgendwas geben. Aber dann machen wir noch kurz mit der Erinnerungsuhr hier weiter. Und zwar hat mir die Nicole ein Liebeskristall. Ich weiß gar nicht, ob sie mir den auch geschickt hat. Auf jeden Fall hat sie mir, glaube ich, einen Hochzeitsblumenständer geschickt. Jetzt frage ich mich, wie groß er ist. Okay, ein Teil groß. Dann kommt der zumindest dahin. War der da? War der in diesem Monat? Oder war der den Monat danach? Ich bin mir gar nicht sicher. Okay, der kommt dahin und wir sind ja jetzt im Oktober. Und da die einzige Kürbissache, die ich habe... der Kürbisstuhl ist... Kommt der Kürbisstuhl da fürs Erste hin, Leute. Ist jetzt nicht das Hübscheste, aber weiß ich zumindest. Hier, das ist der Oktober. Yay. Und wir könnten da auch einen Bonbon drauf platzieren. Geht das? Nee, oh, warum nicht? Das ist lame. Gut. Tja, was machen wir? Muss ich ein ganzes Jahr lang warten, dass ich hier die Erinnerungsuhr wieder verändern kann? Mist. Aber das soll es dann für heute gewesen sein. Bin gespannt, was in den nächsten Tagen so abgeht. Da habe ich auch wieder vor, mehr zu bauen. Vor allem möchte ich meine Leute umziehen lassen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wohin, weil ich habe ja nicht so viel Platz auf der Insel irgendwie. Die ist voll klein.
Aber ich möchte jedem Typen eigentlich einen eigenen Garten geben, das dann zu dem Typen auch passt von den Leuten. Ja, ich weiß, das macht quasi jeder. Aber so wie es jetzt gerade hier ist, kann ich die halt überhaupt nicht individualisieren. Die sehen halt alle gleich aus. Wie in so einem Neubaugebiet. So richtig ekelhaft, Leute. Und das entspricht ja nun mal gar nicht deren Typus. Finde ich ein bisschen lame, so wie das jetzt gerade ist. Und deswegen müssen die dann irgendwann nochmal umziehen. Aber das ist Zukunftsmusik. Schauen wir, was wir machen. Ich werde dafür wahrscheinlich diese ganzen Blumen hier weggeben müssen. Dann hätte ich nämlich auf jeden Fall wieder mehr Platz. Und ja, dann würde ich aber sagen, war's das mit dieser Folge. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen aufräumen, damit meine Insel endlich mal wieder hübscher aussieht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yeah.